Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Die Siedler 2. So, beim letzten Mal haben wir schon angefangen, uns hier mitten anzulegen und haben gemerkt, dass hier das alles nicht so richtig war. Jetzt haben wir auch hier nur einen goldenen drin und einen schlechten. Aber jetzt kommt hier auch was Besseres. Dementsprechend müssen wir hier mal ein bisschen austauschen, dass das schwache Volk da rauskommt, da... Da wird ein bisschen Action abgehen, da muss auch was Gutes drin bleiben. So, die, ja, was soll denn das hier? Sag jetzt nicht, dass was... Oh, es hat ja auch noch ein Silber an da reingezogen. Gut, das müssen wir später rückgängig machen. Momentan nicht so schön, aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Front. So, der hat erstmal überlebt. Das ist schon mal schön. So, Katapulte bitte besetzen, so schnell wie möglich. Und dann hier auch alles besetzen. So, hier können wir abreißen. Und dann wird das hier ein Spaß aus Steinmetzen wieder. Ihr erinnert euch an das Ödland, ja? So in der Art soll das hier auch gleich aussehen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass wir genügend Werkzeuge haben, um den hier richtig schön einzuheizen. Ich habe nämlich keine Lust auf langfristigen Stress. So. Das Ding ist besetzt. Okay, da ist auch noch kein... Da ist auch noch kein Gegner dran in der Nähe. Eine Goldmünze verschwendet. Und das haben wir gerade in dem Level nicht so viel. Zumindest nicht in den Mengen, in denen ich es mir gerne vorstellen würde. So, gucken wir mal, was hier ist. Unten wissen wir, dass nur Kupfer ist. Oh, baut ja schnell, ey. Hauptsache unsere Baracke hält dem Stand. Da kommt er schon. Los, los. Jetzt möchte ich aber sehen, dass ihr hier schön schießt. Und? Treffer. So, es kommt doch mit so einem kleinen. Der kann uns eigentlich nicht viel... Ja, wir werden hier nicht viel zu schneiden haben, weil wir hier viel Uiuiui, guck mal, mit was der hier an hier rankommt. Wir haben hier viele Kampfszenen. Und die will ich euch auch nicht wegnehmen. Auf jeden Fall ist die Baracke hier. Das war eine schlechte Wahl. Da hätte man was Größeres hinbauen sollen. So, ein Katapult, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Fängt er den jetzt ab, ja? Okay. Ja, das wird bestimmt ein relatives Kampfvideo, weil wir uns jetzt erstmal eine Weile verteidigen müssen. Ja, schieß, ja. Ach, verdammt, daneben. Also ein Katapult reicht nicht. Und die Baracke war wie gesagt eine schlechte Wahl. Wenn ich das jetzt rückgängig machen könnte, würde ich da mindestens ein Wachhaus hinsetzen. So, schieß. Und Treffer. Dann können wir hier mal gleich einen General hinschicken. So, mal sehen, ob wir das Ding hier erobert kriegen. Ich würde es natürlich gleich wieder abreißen. Na los, hack ihn zu Brei. Wenn natürlich in der Zwischenzeit das Katapult trifft. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt treffen kann. Ja! Perfekt, perfekt, perfekt.
Ich möchte die Wachstube eigentlich nicht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde sie da auch wieder abreißen. Weil die lässt sich jetzt zu schwer verteidigen, finde ich persönlich. Ich setze hier oben eine Wachstube hin. Die bauen wir aber kurz später erst. Wir werden erstmal hier ein Katapult. Hier ein Katapult. Und jetzt verbinden wir den ganzen Krimskrams. So. So macht das Spaß, so macht das Sinn. Und dann haben wir hier auch eine Wachstube, die lässt sich, da passen dann wenigstens schon drei rein. Boah, er hat hier alles wirklich voll geschafft mit... Ja, ist egal. So, wir haben scheinbar genug Steinbruchviecher, Spitzhacken. Spitzhacken haben wir sogar noch viere. Steinmetzer allerdings nicht. Bergarbeiter, ach, da zwei noch. Hm. Dann könnten wir rein theoretisch hier noch mehr. Ja, machen wir auch. Wir bauen hier noch zwei Steinbrüche hin. Ja, das sieht natürlich geil aus, was ich hier gebaut habe, wa? So. Ich will die Steinbrüche haben. Ja, ihr merkt schon, ich schneide momentan gar nichts. Oh. Er kommt zum Glück nur mit Kleinkram bis jetzt, also... Ja. Haben wir das Ding platt gemacht. Perfekt. So, dann werden wir auch gleich sehen, was hier für ein seltener Schatz in der Erde steckt. So, und hier dürfte jetzt eigentlich alles selbstsichernd sein, denn eigentlich sollten die Katapulte relativ zackig fertig werden und durch die Wachstube geschützt werden und müssten alles wegschießen, was da gebaut wird. Zumindest so die Theorie. So, okay, okay, Kohle, Wasser. Wir wurden angegriffen, wir haben Land verloren, okay. Hier ist alles Kohle. Also ist erstmal dieser Teil, so bis jetzt Kohle. Ich glaube, hier oben ist aber Gold gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Da kommen wir jetzt eh nicht ran. So, ich mache mal kurz einen Schnitt, weil ich mal gucken muss, wie weit wir schon im Video sind und ob das wieder eine Viertelstunde war. Weil ich habe momentan, ich verliere bei Siedler wirklich immer das Zeitgefühl. So, also ich habe mal auf die Uhr geguckt, wir müssen ungefähr ein bisschen nach 8 Minuten sein. Ich habe kurz gewartet, bis diese Wachstube fertig ist. Die wird zum Glück ziemlich stark besetzt gleich. Der baut hier auch irgendwas. Sieht aus wie ein Wachhaus oder sowas ähnliches. Und hier scheint Kohle zu sein. Also der erntet da zumindest Kohle ab. Okay, unsere Katapulte sind noch nicht besetzt. Aber unsere Wachstube ist jetzt besetzt. Perfekt. Und der kommt schon wieder angerannt. So ein Pfosten. Da brich mir glatt die Salzstangen weg. Naja, okay. Während wir uns da ärgern über ihn, können ja hier schon mal die Gelehrten. Hoffentlich Gold finden, weil das ist das, was wir momentan am dringendsten haben. Wir haben noch keine Goldquelle. Und momentan fällt mir auch nur auf der einen Insel, ja, ihr habt recht, hört Insel, eine Goldquelle ein und ich will eigentlich nicht darüber segeln so schnell. Ich hasse Schiffe. Hier müssten wir mal kurz Goldmünzen zulassen. Oh oh.
Münzprägerei mal anschließen. So, naja, dann werde ich mal. Na, mache ich mal einen Schnitt. Mal sehen, wie es so weitergeht. Und dann gucken wir mal, wie wir uns weiter verhalten. Bis gleich. So, der aktuelle Stand. Also, hier ist auch alles Kohle. Also scheint der Berg hier, bis auf das da oben, das kenne ich noch nicht. Aber ich dachte, früher, glaube ich, war da Gold oben. Kann auch Stein sein, bin mir jetzt nicht sicher. So, hier habe ich die Einlagerung von Gold erlaubt. Er macht uns permanent Feuer. Aber der eine Goldhelm, der wehrt das wirklich super ab, weil der kommt wirklich immer nur mit Kleinkram. Das macht richtig Spaß. Ich erforsche hier momentan. Er hat hier eine Dings gebaut, eine Baracke. Und dadurch ist das hier natürlich alles jetzt landesnah, grenznah geworden. Ich habe auch hier überall das Einlagern von Gold gestattet. Und die Münzprägerei ist fertig. Oh, verdammt hier. Du machst ja runter hier. Ja, natürlich will ich so schnell wie möglich so viel Steine wie möglich haben. Und das Ding dann auch so schnell wie möglich mit einem Katapult beschießen. Solange er nur mit kleinem Zeug kommt, macht's Laune. So, erstmal hier die Geschwindigkeit wieder runter machen. Kann nicht sein, dass ich hier mit höchster Geschwindigkeit spiele, wenn hier nur Action ist. So, dann werden wir mal hier noch ein Eisenbergwerk bauen, wieder ein zweites. Eisen kann man nie genügend haben. Und wir haben eigentlich noch Potenzial für Kohlebergwerke. Also bauen wir noch zwei Kohlebergwerke. Kann man hier noch ein Eisenbergwerk irgendwo bauen? Bauen wir es hier hin? Na, nee, da hatte ich ja gar nicht erforscht. Bauen wir es hier hin. So. Ja, wir durften noch ungefähr 3 Minuten haben. Okay, die Bergwerke wollte ich bauen, aber was mir ganz wichtig war, was ich die ganze Zeit immer vergesse, ich wollte hier eigentlich weiter lang rücken. Bauen wir doch einfach mal hier eine Baracke. Es ist momentan sowieso nichts mehr im Haupthaus, was... hier ist auch schon Ende der Insel. Es ist sowieso nichts mehr im Haupthaus, was groß gut wäre, was er nach hier reinziehen könnte. Also kann uns da nichts schaden. Ja, wir müssen so schnell wie möglich einen Goldberg finden, weil so geht das nicht weiter. Okay, das läuft nicht. Das muss weg. Wir könnten hier ein Holzfäller hinbauen. Ja, macht Sinn. Ersetzt der den halt gleich. Der Bauernhof läuft. Der läuft zu 90. Na, das wird noch. Wenn nicht, werden wir den Weg so lang setzen. So. Dann hat er hier noch die Möglichkeit, da zu bauen. Der läuft, der läuft, der läuft. Der wird laufen, sobald wir später hier die Steine wegnehmen. Der Holzfäller kann weg. Der Fischer läuft. Das läuft, das läuft. Haben wir noch eine Sense? Nee. Sensen haben wir nicht mehr. Wir haben aber Angeln. Ja, dann bauen wir hier einfach noch eine Fischerhütte. Momentan kann man nicht genug haben. Ah, mir fällt auf, wir haben viel zu viel. Ne, wir haben nicht zu viel Getreide. Aber zu viel Mehl. Wir bräuchten noch eine Bäckerei auf jeden Fall. Bauen wir gleich hier hin. Komm her, Bäckerei. Genau. Wie sieht's mit Wasser aus? Wasser, ja, Wasser reicht momentan noch. Ansonsten hätte ich nämlich gerne langsam ein bisschen was, was auch Schweine produziert und so weiter. Ja, okay, also... Hier ist ein Goldener drin, das ist... Ein Goldener muss sein. Hier ist doch kein Goldener drin. Da müssen wir uns drum kümmern. Mann, ich sehe hier nicht, wo ich hinklicke. Ja, mir fehlt hier ein Stück halt vom Bildschirm. Das ist irgendwo komisch. Ja, und hier
Action, 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 aber es geht. So. Wo hat denn schon wieder ja erobert? Ach so. Oh, und da baut der auch noch Steine ab. Verdammter Sack, der. Na gut, von mir aus, Steine kann er haben. Solange er kein Militär baut und Gold. Dann würde ich sagen, machen wir für diesen Part wieder Schluss. Wir haben uns ganz gut gehalten. Wir sind über den Berg, über den ich hinaus wollte. Und ich denke mal, wir haben eine echt gute Chance. Der Anfang hat sehr gut geklappt. Bis zum nächsten Mal, euer Nobby.